Hallo, heute ein kurzer Zwischenruf zu der Frage, wer ist auskunfts- oder rechenschaftspflichtig? Derjenige, der Grundrechte einschränkt. Derjenige, der den anderen zu irgendwelchen Maßnahmen überredet. Derjenige, der Verordnungen erlässt. Derjenige, der Geschäfte schließen lässt, der andere mit irgendwelchen Substanzen impfen möchte. Egal wie gut er es meint, der ist rechenschaftspflichtig. Der muss erklären, warum er das will, und er hat nicht das Recht, kritische Anfragen abzubügeln oder einfach als illegitim, verschwörungstheoretisch oder sonst etwas zu bezeichnen. Er ist in der Erklärungsnot und nicht derjenige, der diese ganzen Sachen erdulden oder erleiden muss. Niemand muss erklären, warum er auf irgendwelche Maßnahmen verzichtet oder diese nicht durchführen möchte.